Willkommen in Barcelona. Der Seat Alhambra wurde komplett überarbeitet. Jetzt schauen wir, ob er auch besser geworden ist. Die aktuelle Version des Seat Alhambra bringt äußerlich keine großen Veränderungen mit sich. Auffallend sind vornehmlich das neue Logo an Front und Heck sowie die LED-Heckleuchten, die die Seat-typische Lichtsignatur unterstreichen. Die echten Neuerungen zeigen sich im Innenraum und unter dem Blech des wahlweise 5- oder 7-sitzigen Vans. So werden ab sofort zum Beispiel Geräte des modularen Infotainment-Baukastens der zweiten Generation verbaut. Ein echter Schritt vorwärts ist hierbei die Einführung von Seat Fulllink. Mit Mirrorlink, Google Android Auto und Apple CarPlay bietet das System so eine direkte Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug. Das bedeutet, dass durch das Anschließen des Smartphones automatisch zertifizierte Apps direkt über das Touchscreen bedient und genutzt werden können. Der Innenraum des Alhambra ist gewohnt großzügig und aufgeräumt. Die Materialien sind hochwertig und die Verarbeitung ist durchwegs sehr gut. Für Komfortliebhaber stehen nun auch Massagesitze auf der Ausstattungsliste, die besonders auf der Langstrecke zum ermüdungsfreien Fahren beitragen. Auch die aktuelle Version des Alhambra bietet mit bis zu 7 Sitzplätzen eine besonders große Flexibilität. Neben vielen funktionalen Ablagen können zum Beispiel die Sitze in der zweiten Reihe mit integrierten Kindersitzen ausgestattet werden. Die zwei hinteren Sitzreihen lassen sich komplett einklappen und eröffnen so ein maximales Ladevolumen von bis zu 2430 Litern. Der neue Alhambra verfügt über eine komplett überarbeitete Palette an Benzin- und Dieselmotoren, die bis zu 10% sparsamer geworden sind. Für den Seat Alhambra gibt es 5 unterschiedliche Motoren. Das sind zum einen 2 Benzinmotoren mit 1,4 bzw. 2 Litern Hubraum. Sie haben 150 oder 220 PS. Dann kommen noch 3 Dieselaggregate hinzu. Alle haben 2 Liter Hubraum. Sie gibt es mit 115, 150 oder 184 PS. Für alle Motoren gibt es entweder das 6-Gang-Schaltgetriebe oder das 6-Gang-DSG. Die einzige Ausnahme bildet hier der Basisdiesel, für den es nur das manuelle Getriebe gibt. Der Alhambra ist primär für Familie und Freizeit gedacht. Das heißt, auch hier ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass der Wagen sicher auf der Straße ist. Wir hatten reichlich Gelegenheit, hier in den Bergen rund um Barcelona auszuprobieren, was der Wagen kann. Da muss man sagen, er fährt sich sehr ordentlich und er vermittelt stets das Gefühl, die direkte Verbindung zur Straße zu haben. Also fährt sich nicht wie ein Van. Hinzu kommt, wenn ich dann mal wirklich etwas sportlicher fahren will, dann bietet er zum Beispiel hier mit dem 2 Liter Diesel mehr als genug Leistung. Das Fahrwerk macht das Ganze auch noch mit und so macht der Wagen wirklich Spaß. Einen wichtigen Einfluss auf den sehr guten Fahreindruck unseres Testwagens hat sicherlich die optional verfügbare adaptive Fahrwerksregelung DCC. Sie steuert automatisch die Abstimmung der Dämpfer und passt diese so der jeweiligen Fahrsituation an. Serienmäßig mit an Bord ist ab sofort die Multikollisionsbremse, die nach einem Unfall eine automatische Bremsung einleitet, um Folgekollisionen zu vermeiden. Der Seat Alhambra war seit jeher für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Das aktuelle Modell ist nochmal aufgefrischt und auch technisch aufgewertet worden. Es hat durchgehend Euro 6 Motoren an Bord. Das bedeutet, wir können nicht nur wie bisher ein praktisches Auto fahren, sondern wir haben nach wie vor die gleiche Leistung, die gleiche Dynamik, nur mit einem besseren Gewissen. Mit einem Basispreis von knapp unter 30.000 Euro für den 1,4 Liter Benziner liegt der neue Alhambra fast auf dem Niveau seines Vorgängers. Einen sehr gut ausgestatteten Diesel mit DSG gibt es für rund 40.000 Euro. Dafür bekommt man einen idealen Familien- und Freizeitvan, der kaum noch Wünsche offen lässt und sich zudem sehr agil und sparsam fährt.